Das OnePlus 7T Pro ist eines der günstigsten High-End-Smartphones auf dem Markt. Die Chinesen wollen mit dem Smartphone Größen wie das Samsung Galaxy S10 oder Huawei's P30 Pro ärgern. Doch kann das dem Leistungsmonster gelingen? Das Gehäuse ist, bis auf ein winziges Detail, das gleiche wie beim Vorgänger, dem OnePlus 7 Pro. Dadurch ergeben sich die gleichen Stärken und Schwächen. Das riesige Display ist zu den Rändern abgerundet und bedeckt so die gesamte Front. Das Ganze sitzt in einem schlanken und langgezogenen Gehäuse, das sich gut greifen lässt. Eine einhändige Bedienung gelingt jedoch kaum. OnePlus färbt den Rücken des Handys in einem matt glänzenden Blau, das einen leichten Farbverlauf besitzt. Dazu schimmert es, je nach Lichteinfall, heller oder dunkler. Heraus kommt eine wirklich elegante Rückseite. Das eine kleine Detail, das den Unterschied zum Vorgänger ausmacht, ist ebenfalls in der Rückseite versteckt. OnePlus hat den Laser-Autofokus außerhalb des Kameramoduls untergebracht. Aber eigentlich ist das optisch kaum der Rede wert. Der Schuss Extravaganz, den mittlerweile jedes Top-Smartphone braucht, findet sich in der Pop-Up-Kamera. Sie fährt zügig heraus und scannt das Gesicht, um danach dem Nutzer sämtliche Inhalte preiszugeben. Ich empfehle jedoch die Entsperrung via Fingerabdrucksensor. Die Gesichtserkennung ist im Zweifel etwas langsamer und die mechanische Belastung durch das ständige Bewegen macht das Handy auf Dauer nicht besser. Für den Wow-Effekt bei Freunden und Verwandten taugt die Pop-Up-Kamera aber immer noch sehr gut. Das OnePlus 7T Pro besitzt einen rasanten Prozessor und ein 90-Hertz-Display. In der Praxis macht die Kombination das Smartphone zu einem der geschmeidigsten Handys auf dem Markt. Schnell geht es auch beim Laden des OnePlus 7T Pro zu. Das riesige Netzteil deutet es schon an. Hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. 30 Watt sollen es laut OnePlus sein, die ins Smartphone gepumpt werden. Die Praxis zeigt, das Gerät lädt blitzschnell. In nur 10 Minuten gewinnt der Akku 25% Ladung. Die Kamera des OnePlus 7T Pro bietet Oberklasse-Standards und ist bei der Bild- und Videoqualität auf Augenhöhe mit den Konkurrenten. An Referenzgeräte jedoch wie das Galaxy Note 10 Plus oder das Mate 30 Pro kommt es aber nicht heran. Es gibt genau eine Speichervariante des OnePlus 7T Pro, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Datendepot. Damit musst du auskommen, koste es was es will, denn eine Speichererweiterung ist nicht integriert. 256 GB, das sind jedoch in der Regel mehr als genug und die meisten Nutzer werden nicht mal die Hälfte der Kapazität ausnutzen. Das OnePlus 7T Pro ist ein Smartphone der Spitzenklasse, das mit vielen, aber nicht mit allen Wassern gewaschen ist. Viele Schwächen des Vorgängers wurden beibehalten. Der Speicher zum Beispiel ist nicht erweiterbar und die Pop-Up-Kamera ist zwar schnell, aber nicht schneller als der Fingerabdrucksensor. Eine IP-Zertifizierung fehlt. Wasserdicht soll es laut OnePlus trotzdem sein. Man sollte sich aber nicht darauf verlassen. Auf der anderen Seite rennt das Smartphone wie der Teufel, hat eine variable Kamera und die neueste Software mit großen Anpassungsmöglichkeiten. Dazu gibt es ein paar tolle Lösungen, um auch mal abzuschalten, Stichwort Zen-Modus. Zudem liegt der Preis unterhalb der Hauptkonkurrenz. Das Gesamtpaket ist also durchaus gut. Es ist sogar eine Prise Extravaganz dabei. Damit gibt es eine klare Kaufempfehlung. Vor allem für die Nutzer, die keine Lust auf Samsung, Huawei oder Apple haben.